Und willkommen zurück zu Absalom, End of Gods. So, wir haben uns als würdig erwiesen, hoffe ich, und können jetzt durch das Tor, und Energie haben wir auch voll, das ist gut, aber ich habe leider keine Energiezellen mehr, aber das macht nichts. Kriege ich ja hier aus diesen geilen Flammen. Und das Tor geht auf. Ist das ein Service heute wieder? Oh. Und hinter mir geht es wahrscheinlich gleich wieder zu. Noch nicht. Aber gleich. Nein, diesmal bleibt's offen, oder was? Okay, jetzt geht's. Okay, jetzt sind wir wohl gefangen. Jetzt kommen wir wohl auch nicht mehr raus hier. Das ist ein Tor? Okay. Die Frage hat sich erübrigt. Okay, hier kann ich speichern. Das ist schön. Oh, na toll, ich komme hier nicht zurück, oder was? Speichern. Okay, ich vermute mal entweder hier oder hier. Ich habe keine Ahnung, ich gehe mal hier lang. Vielleicht ist es irrelevant, wo ich lang gehe. Ich muss so oder so irgendwo da so hoch. Aber natürlich, genau. Okay, das sieht hier widerlich aus. Aber irgendwie auch wieder geil. Sieht schon echt cool aus. Loki, ich komm dich holen. Hier ist aber ganz schön dunkel. Hier ist aber ganz schön hell. Okay, nehmen wir den jetzt? Ja, geil auch hier. What the fuck? Okay. Schön beleuchtet. Okay, ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Wir haben doch keine Zeit. Was jetzt? Wo lang? Was? Jetzt? Warum? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Bin gerade verwirrt. Aha. Where her journey ended. Daughter of Loki, ruler of Helheim. Destroyed by the gods as vengeance for the death of Odin's son. Did she really deserve this? Maybe not. Look, beside the throne, the light. Neben dem Thron war die Herrscherin von Helheim, okay, und wurde getötet als Rache ins... Okay. Loki hat sie wieder irgendwie versucht zurückzuholen und... Okay. Was ist das? Did you just... How does it feel? My arm is... cold. I can barely feel it. The young Gregor just absorbed the energy in the scythe. And melded it with the atrium. This shouldn't be possible unless... By the gods. Your body truly has the essence of hell inside. You're a half-god, whose power has been returned to you. The power to draw strength from death. The spirits! Draw power from them. Destroy the lock, holding us in this room, and let's get back to Midgard and end in Loki. Ah, noch Midgard. Cool, ein Halbgott. Geil, kommt her ihr Halbtoten oder sonst Toten. Ich bin voll.
jetzt? Diese Musik ist cool. Gefällt mir. Ich mag solche Mythen. So, und jetzt? Was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt auch wieder raus hier, oder? Muss ich die jetzt auch nochmal? Komm her, ich erlöse dich. Komm her. Dich alle machen, oder was? Siegel zerstört. Ich bin ein Halbgott. Boah. Okay, kann ich jetzt raus hier? Also ich verkörper jetzt die Herrscherin von Hillheim, oder was? Also ich bin's ja eigentlich. Ja, eigentlich bloß eine Art Leader bin ich nicht. Ich kann ja nicht die echte sein. Oder vielleicht doch? Oder reproduziert? Ich habe keine Ahnung, ich sehe nichts. Okay, hier runter. Auf jeden Fall sieht mein Arm richtig geil aus. Leuchtet schon. Tja, da kann ja wohl Thor einpacken mit seinem lächerlichen Hammer. Ich habe mehr Macht. Okay, warte. Wenn wir schon mal hier sind. Weiß ich, bräuchte das nicht, weil ich bin ja eine Halbgöttin. Oh, hallo. Ich hab ihn gerade mal eben erlöst. Reicht das nicht? Reicht das? Das reicht. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Wollte ich nicht. Na ihr, hier steht hier so gelangweilt rum. Lasst mich euch erlösen. Ihr seid ja eh schon tot, also kann ich eure Energie ja nutzen. Ja. Das wackelt so und warum sind die Flammen jetzt hier so? Weiß es nicht. Ja, machen wir wieder zu. Was bist du? It's time to purge the keepers of Helheim. They inhabited your realm far too long. Guck mal, ich verbrauch gar nicht so viel Energie. Geil. Lass mich durch. Wollte ich nicht kaputt machen. Das wollte ich nicht. Oh, oh, oh. Ach, aua. Hillheim erwacht? Nein, will ich nicht. Warum erwachen die jetzt? Das will ich nicht. Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht mehr, wo lang. Hier glaube ich irgendwo, ne? Na, ihr kleinen Bastarde? Was seid ihr denn? Hallo. Na hallo, wer ist denn hier?
Ich hab gehört, ihr sucht Stress. Okay, ich habe auch meine Energiequellen jetzt mit zerstört. Aber ist nicht weiter schlimm. So, wo jetzt hier runter? Hallo. What? Nein. They're still stuck to the body. Absorb them. Set them free. Ich absorbiere sie. Ich hab's absorbiert. Warte. Was? Komm her. Was machst du denn? Will dich doch erlösen. Nein. Ach, was hält eben so? Kurz meine Seele speichern. Energie habe ich dann. Raus hier. Komme ich denn hier überhaupt raus? Warte. Nein, ich muss die... Muss ja... Muss ja dann wieder hier durchs Tor durch, ne? Oder? Ich glaube schon. Hier, warte. Bei der Macht von Grayskull. Was? Nein. War gerade danach. So, huch. Häng hier fest. Na, hallo. Spring doch mal. Hallo, ich bin Halbgott. So. Jetzt ist die Frage, ne? Dieses Geschöpf, was bei uns hier in der Basis da drin ist, ne? Ist das jetzt... Ist das Loki, oder? Ach, das müsste Loki sein eigentlich. Ich bin ja die Herrscherin von Helheim. Okay. Zurück nach Midgard. Oh geil, welches Tor war denn das? Finally. The Atrium alone never stood a chance against Loki. But this combination is surely strong enough to end him. Ja. Okay, das heißt, ich muss jetzt nach Midgard. Nee. Oh, erledigt. Zerstöre Loki. Oh geil. Zerstöre Loki. Wo ist er denn, der Kleine? Nee, nicht da. Komm her, Loki. Mach dich fertig. Ich mach dich platt. Oh nein. Oh. Halt die Klappe. Was sind wir denn hier? Seid ihr denn, ihr kleinen Verrecker? Ich darf eigentlich nicht zu... Ja, es kostet aber auch schon ein bisschen Energie. Wo kriege ich dann die Energie jetzt dann wieder her? Wo schöpfe ich die Energie dann her? Hm. Oh, warte mal, habe ich den? Hä, den habe ich gar nicht. Warum komme ich hier nicht rein? Ja, genau der fehlt mir nämlich noch, dieser Schlüssel. Okay.
Lass mich raten, wir müssen wieder hoch. So this is what the world has come to. A chaotic mess. It's rather beautiful in its madness. Hey, Henrik. What's it like on Midgard? Oh, right. You haven't actually seen the world. Well, it's bleak. Gray cities. Broken countries. I don't think I ever saw a future in Midgard that didn't involve complete destruction. That doesn't sound very appealing. Well, it wasn't all bad. Midgard is home. Well, it was home. People mostly toiled to stay alive, but everyone had something to hold on to in order to stay sane. What did you hold on to before all of this happened? Family. I had Sarah and Alice. They were more important to me than anything. Henrik, who is Alice? Alice was our daughter. Your daughter? She fell ill, and not even Borocorp could help her. The guilt drove me and Sarah further beyond the sights of humans to find a cure for her. That's where we found the Absalom, and with it, a voice in the machine. Loki. At first it was a blessing. He helped us cure Alice and push the research and exploration to its peak. We were at the edge of pushing humanity beyond our limitations. Then he infiltrated our system from within. By the time I realized what he was doing to the staff, it was too late. The last resort was to trigger the emergency protocol and sealing the entry shaft. What happened to your family? Sarah must have died in the initial chaos. I probably knew it at the time when I heard her voice again. None of that mattered. The look on Alice's face when she heard her mother's voice again. All my suspicions just went away. So I listened to my wife and gathered as many people as I could and sent them out to look for those fucking keys. Alice wanted to help, like everyone else. She never came back. But I thought I could find her and I could free her. But it was too late. I'm sorry, Henrik. Yeah, me too. Without my obsessive searching, none of this would ever have happened. Alas, what is done is done. Now I need your help to fix this. Loki must be annihilated for the sake of everyone and everything in the Nine Worlds. I plead to you, you must destroy Loki. Jetzt kapiere ich das alle. Ist klar, es war also die Tochter von ihm. Tja, und Sarah war nicht wirklich Sarahs Stimme, das war halt Loki, der ihn halt nämlich verführt hat und so. Ja, er wollte halt seine Alice heilen, seine Tochter, und ging halt, ja, nicht ganz so volle Wege. Hat sich in die Irre führen lassen durch Loki. Loki kam in diese Welt und lalala, alles zerstört und weiß. Ja, also wir sind nicht wirklich Alice. Also wir sind eigentlich eher so eine Reproduktion von Alice. Aber in Wirklichkeit, ja. Ja. Ein Halbgott. Wir müssen Loki zerstören. Okay, jetzt kapiere ich das alle. Jetzt bin ich im Bilde. Das Problem ist immer noch, ich weiß immer noch nicht, wo ich meine Energie aufladen. Kriege ich denn Energiezellen her? Okay, das nehmen wir uns in der nächsten Folge mal vor. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Diese Folge wird ein bisschen kürzer, weil die letzte viel zu lang war. Deswegen halte ich mich heute ein bisschen kürzer. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen und wahrscheinlich gibt es dann in der nächsten Folge das Finale. Wahrscheinlich. Mal gucken. Wie gesagt, uns fehlt ja noch irgendwie ein Schlüssel. Vielleicht kriegen wir den noch. Und ja, in dem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und ich bin raus. Tschö mit Öl.